Ich habe mich in Mailand auf der Philipp Plein Fashion Premiere auf den Laufsteg geschmuggelt und das nur mit einer gelben Warnweste. Warum ich das gemacht habe, wie mir das gelingen konnte und welche Strafe mich jetzt erwartet, das erfahrt ihr in diesem Video. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich glaube, mittlerweile hat es jeder mitbekommen. 9 Millionen Views auf Instagram, unzählige Zeitungsartikel, ein Fernsehinterview und viele, viele Promis, die auch in meinem Video geteilt haben. Crazy, was danach noch alles gekommen ist, aber warum ich das gemacht habe und wie es dazu gekommen ist, das erfahrt ihr jetzt. Ich war in Mailand und habe dort auf der Fashion Week meine neue Kollektion von M&M, Jesus Christ, präsentiert. Die Kollektion erscheint am 13. Oktober und wir droppen jetzt immer wieder auf Instagram und auch auf meinem Kanal Sneak Peeks. Die Vorstellung wird auch noch auf diesem Kanal erfolgen, deswegen bleibt unbedingt gespannt, in 2 Wochen ist es soweit. Und als das dann alles fertig war, war noch ein bisschen Zeit und zufälligerweise hat an dem Tag die große Premiere der neuen Philipp Plein Fall Winter Kollektion stattgefunden. Und ich habe mir gedacht, der Philipp und ich, wir sind alte Bekannte, wir haben uns doch in Wien schon so gut verstanden, als ich dieses Video aufgenommen habe. Ist jetzt Roberto Gaisini so ein bisschen das Outlet von Philipp Plein geworden? Ich weiß nicht, wer das ist. Viele haben ja unterschiedlichste Symptome, aber ein weit verbreitetes ist der Geschmacksverlust. Habe ich gehört, das stimmt. Ja. Ist dir das auch passiert? Ist mir nicht passiert. Bist du sicher? Da können wir doch mal vorbeischauen und Hallo sagen. Ein Kumpel von mir hatte zufälligerweise eine ÖMDC-Warnweste mit und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich mir die anziehe, an den Leuten vorbeimarschiere und die Attitude verkörper, dass ich da was Wichtiges zu erledigen hätte, dann schaffe ich es vielleicht nicht nur an den Leuten vorbei, sondern auch am Security. Ja, siehe da, es hat auf einmal funktioniert und ich war drin. Ich bin drin, ich hab's reingeschafft, ich bin drinnen. Auf der Philipp Plein Fashion Show. Hinter mir sind schon die Stars. Ich werde jetzt gleich mal die Warnweste ausziehen. Warnweste ist entfernt. Und ich bin drin. Aber nicht nur irgendwo, sondern ich bin einfach beim VIP-Bereich rein. Ich bin jetzt gerade bei den VIPs auf der Show. Und war dann automatisch im VIP-Bereich. Zwischen den Stars, zwischen den Promis, war natürlich ein Maxl, der von diesem Zirkus nichts hält und nur für Blödsinn da ist. Ich habe jetzt gerade tatsächlich Bekannte getroffen und ich kenne den Veranstalter dieses Events. Den habe ich da gerade random getroffen. Er hat mir gesagt, ja, veranstaltet das mit Philipp gemeinsam. Ich habe mir dann überlegt, wenn ich jetzt schon da bin, wäre es natürlich auch witzig, irgendwie zu beweisen. Nicht nur von meinen eigenen Medien her, dass ich dort war, sondern vielleicht wäre es auch cool, wenn mir irgendwo ins Fernsehen kommt oder ein paar Bilder mit Promis hat. Das habe ich versucht. Und das hat auch so super funktioniert. Alles wie am Schnürchen. Ich habe mein Leben nicht mehr gepackt. Well, actually, I spent a lot of my shoes. Dann war es natürlich Zeit für die Fashion Show. Die Plätze sind natürlich alles so ausreserviert, das Stadion. Ich frage mich selber nicht, warum sowas ausreserviert ist. Aber ich habe mich dann einfach runtergeschmuggelt. Excuse me, sorry. Ich setze mich jetzt da einfach ganz ins Eck. Ich bin direkt in der ersten Reihe. Leute, nur die Reichen und Schönen. Und ich. Einer von diesen Promis, die nicht irgendwie absurd fahren, hat sich dann einfach zu mir gesetzt. Der war dann einfach neben meinem Platz. You also looking forward to the show? Yeah, bro. Yes, how let's doing, go. Man? I'm fine. How are you doing? I'm good, bro. We got the greatest seat, right? The best seat ever. Great. Ja, wir sind schon Homies, wir zwei. Und dann, Leute, war ich First Row. Das war, wie absurd, erstens, dass ich da reinkomme, erstens, dass ich da drin bleiben kann, drittens, dass mich keiner rausschmeißt, viertens, dass ich auch noch einen Sitzplatz bekomme und fünftens, dass der in der First Row ist. Neben mir saß die Frau von Philipp Plein. Die Chance hast du nie wieder. Was halt komplett crazy wäre, wenn ich jetzt eh schon in der ersten Reihe sitze, ist, wenn ich da irgendwie aufsteige und einfach die Philipp Plein Show crash im M&M-Shirt. Somit war mir klar, scheiß drauf, Maxl, du musst da drüber. Boah, ich bin so nervös. Was ist, wenn ich da runterspringe? Erstens ist es hoch. Zweitens, ich habe da keinen Platz. Drittens, wie lange dauert es, bis die mich schnappen? Viertens, was passiert, wenn die mich schnappen? Was machen die mit mir? Ich bin aufgeregt. Du musst da durch, du musst das umsetzen. Ich habe dann eigentlich nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, als dann so die ersten 3 Models am Laufsteg Richtung Fotografen gegangen sind. Habe ich dann genau gecheckt, okay, da ist der Laufsteg, so und so gehen die Models. Ich muss da nach vor, denn da sind die ganzen Fotografen.
Fernsehen, Starfotografen, Leute, die offiziell Fotos für Philipp Plein machen. Dort musst du hin, dort musst du ins Rampenlicht. Deswegen ja, ich bin dann einfach gesprungen. Ich war da minutenlang auf diesem Laufsteg. Keiner hat mich aufgehalten. Ich bin dann sogar noch, und jetzt kommt das Beste, das sieht man nicht auf irgendeinem Influencer-Video, sondern auf dem Video von seiner Frau. Das Einzige, was sie von der Show gefilmt hat, war mein Auftritt am Laufsteg. Und das sieht man dann auch, wie ich einfach durch die Securities durchmarschiert. Die machen mir einfach Platz und ich gehe durch. Ich gehe weiter da raus, gehe raus aus dem Stadion und dann, wo ich mir gedacht habe, Max, du hast es geschafft, das war's, höre ich dann hinter mir, get him, get him. Und ich marschiere auch einfach raus. So, dann haben mich die, dann laufe ich davon, der wollte mich noch so packen, ich habe den irgendwie abgewimmelt, bin weiter auf dieses Tor, wo ich reinmarschiert zu und da stand natürlich dann schon der Security, hat mich gestoppt, die haben mich zu Boden gewrestelt, er hat versucht mir mit aller Kraft mein Handy aus der Hand zu reißen, hat es aber nicht geschafft, also das Training hat sich bezahlt gemacht, bis er sich aber mit dem Knie auf mein Handgelenk gekniet hat und meine Uhr am Boden war, haben wir gedacht, scheiß drauf, lass das Handy los, egal. Das wollte er mal lang nicht zurückgeben. Draußen waren aber noch Videografen, die haben dieses Gerangel gefilmt, weil die haben mich dann auch noch am Kopf gepackt und wollten so mit Gewalt mit meinem Gesicht das Handy öffnen, um die Videos zu kriegen. Deswegen haben wir gedacht, das geht nicht, ich muss irgendwie auf mich aufmerksam machen. Hab dort einfach zum Brüllen angefangen, help, help me, ah, they're harassing me. Irgendwie so, dass möglichst die Leute, wenn da irgendeiner um Hilfe schreit und da Securities brutal werden, dann helfen eh mal. Dann haben draußen die Leute auch schon gerufen, dann haben sie sich nicht weiter getraut und hab mich festgehalten. Da wollten wissen, warum ich das gemacht habe. Ich habe mir irgendeinen Scheiß anfallen lassen. Dann kam noch die Polizei, die wollten auch mein Handy haben. Ich habe es denen aber nicht gegeben und irgendwann durfte ich gehen. Jetzt natürlich die Frage, was für Konsequenzen hat das? Die von der Polizei, das war irgendwie Kriminalpolizei oder so, die meinten, ich krieg Einreiseverbot für Italien. Kann ich mir nicht vorstellen, weil, Entschuldigung, ich habe Oregano rausgebracht, ich esse immer Spaghetti, ich unterstütze eure Kultur. Also, kann mir nicht vorstellen, dass wir einen großen Supporter dieses Landes, verweisen. Aber ob da noch Strafen kommen oder sonstiges, ich glaube nicht, weil die haben mich ja reinlassen. Also kann ich nichts dafür, dass sie nicht aufpassen. All in all, ich hätte nie damit gerechnet, dass die Aktion so gut ausgeht und dass ich mir eine neue Kollektion präsentieren darf. Nicht nur auf meiner Fashion Week, sondern auch noch auf der Premiere von Philipp Plein. Also großes Dank an Philipp Plein, dass ich zum einen meinen ersten Runway haben durfte und das direkt in Mailand auf der Fashion Week bei seiner großen Premiere. Als erstes von 4 Models, dafür bin ich natürlich sehr dankbar und natürlich auch dafür, dass ich mein eigenes Foto vom offiziellen Philipp Plein Fotografen bekommen habe. Der hat mir nämlich gefolgt, mich unter den Videos erkannt und hat mir dann dieses Bild zukommen lassen. Also danke dafür, auch danke an seine Frau und an den Typen, der mich gefilmt hat. Jetzt nämlich die Frage, wie komme ich zu diesem Video? Neben mir saß ja ein Typ, mit dem ich mich angefreundet habe und zudem habe ich gesagt, Bro, no matter what happens, please give me the promise that you're gonna film me and won't stop filming unless it's done. Und er fragt mich so, unless what is done? Und ich habe dann nichts mehr gesagt, habe dem das Handy gegeben, dem noch mein Instagram zeigt, was Video hinschicken soll. Und dann ging's los. Das habe ich ja schon vergessen. Und dieser Typ, der mich da gefilmt hat, wir haben den noch gegoogelt und das ist einfach das Gesicht von Kinderschokolade. Was? Was? Wie absurd ist diese Geschichte? Ja, der Veranstalterkumpel von mir ist jetzt kein Kumpel mehr. Der ist richtig, richtig böse. Der hat mich dann auch noch angerufen. Also, wir zwei sind jetzt nicht mehr so. Hat auch noch gemeint, der dreht mir alles ab. Aber ja, mal schauen. We will see. Das Wichtigste ist, Leute, dass sich alle Stars aligned haben und das gut funktioniert hat. Also ich hätte nicht damit gerechnet. Mega nice, eine Plattform zu bekommen und natürlich auch die Plattform zu bekommen, die neue Kollektion Jesus Christ zu präsentieren. Alles Vintage, Leute, im Vintage-Look thematisiert wird die Welt zwischen Gut und Böse und inwiefern christliche Werte heute noch Gültigkeit haben. Deswegen Freitag der 13. Oktober, gespannt bleiben, da ist der Pre-Drop. Wir werden wahrscheinlich sogar nur einen Pre-Drop machen. Das heißt, nur da gibt es die Möglichkeit, das vorzubestellen. Weil Black Friday kommt auch noch. Dementsprechend nutzt die Chance, ihr werdet die Pieces lieben. Freut euch auf die Vorstellung. Danke für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In diesem Sinne, Freunde, das war's von mir. Euer Max.